Helene Göttlich Fischer. Die Strecke! Und ich stehe vor Marianne Saxophon. Nein, wir machen kein alte FIFA Ultimate Team, weil Ultimate Team der größte Scheiß ist. True. Das ist der True. Abgefuckteste Müll aller Zeiten. Aller Zeiten. Aber ich hasse alle Spielaufzeit. Aber da kannst du doch auch viel Geld ausgeben für Packs. Ja, stimmt. Ja, aber darauf stehst du doch, Tim. Atemlos durch die Welt. Jetzt geht's los, Helene Fischer. Göttlich. Tja. Kannst du eigentlich auch im Stream Musik abspielen? Darfst du das oder geht das aus parteirechtlichen Gründen nicht? Nö, das geht nicht in Trackmania, weil das ja auf YouTube erscheint. Ich bin im Übrigen Zweiter, ne? Aber langsam muss ich denn hier noch fahren auf der Pimmelstrecke, Kennt Tim sich in der NBA aus? Ja, ich kenne mich in der NBA aus und ich kenne mich in der NFL aus. Und in der Bundesliga. Und in der Bundesliga nicht so. Nicht der Einzige, der ne? Na, du guckst einfach, guckst du NFL, Pippo? NFL, ja. NFL hin und wieder College, ne? Aber sonst... Das aber NFL, ja, College. Das ist nicht NFL, ja, Football, Mann. Halt, mein Gott. Na klar, kenn ich Steel Pan, der hing hier sogar mal eine ganze Zeit lang ein Poster auf dem Klo. Auf dem Klo? Ja, wo denn sonst? Erster! Erster! Haben wir das gerade gesehen und gehört? Und da kommt die Skino, macht dieselbe Zeit wie ich. Du kleines, dreckiges Wandloch. Wandloch? Stell halt jetzt eine Frage zu NBA, Junge. Ja, wir kennen uns alle aus. Man, der eine mehr, der andere weniger. Was ist denn jetzt? Warum bin ich denn nur noch Dritter? Ich würde gerne mal ankommen. Du bist noch nicht angekommen. Jetzt bin ich mal angekommen, als 33. Kacke, Alter. Alter, hier ist ja mal Treppchen-Time. Treppchen-Time. Was war das Fach in der Schule? Sagst du zur ersten Saison von Björn Werner? Ja, dann erzähl mal. Dann erzähl mal. Ich hätte so viele Indianapolis Colts Spiele gesehen hätte, wie ich wollte, dann hätte ich mehr zu erzählen. Aber ich glaube, ich gefühlt zwei Indianapolis Colts Spiele gesehen habe, wird das nicht. Lieblingsmannschaft der NBA, Mavericks wegen Nowitzki, das ist ganz einfach. LA Lakers. Kobe Bryant, meine Freunde. Das sind so eine Erfolgsfans, die hier rumlaufen. Ja, weil die Mavericks immer so verdammt viel Erfolg hatten. Ich stehe voll auf Boston. Der beste Basketballer, gibt's da irgendwie eine Diskussion oder so? Ist das irgendwie wirklich diskussionswürdig? Ob man da mal über Michael Jordan wirklich diskutiert? Das Lothar Matthäus, oder? Ja, Lothar Matthäus. Der beste eine Million Likes macht er das. Richtig! spielt er mal eine Partie Basketball, ja? Richtig. Was macht eigentlich der Lothar? Er ist doch schon bei 900.000 oder so. Der macht sich schon mal warm. Ja, wahrscheinlich. Lacker. Der braucht noch einen Sendeplatz. Ach, die Bayern stellen ihn doch sofort ein. Ich sag dir eins, diese Strecke will ich nie wieder fahren. Nie wieder. Mann, ich bin ja immer noch Dritter, ne? Aber. Mein Lieblingsspiel momentan. Also, ich habe immer so ein Lieblingsspiel momentan, nicht allgemein. Lieblingsspiel momentan wäre Hearthstone eigentlich. Ach, welche Überraschung. Hallo, FIFA 98. FIFA 98, ja, allgemein FIFA 98, aber sonst momentan. Spielt der Tim nicht so viel, wa? FIFA 98, nee, er kauft mehr Packs, als dass er spielt. Ja. Das Auspacken ist das Schönste, das war schon immer so. Nee, ich glaub nicht, dass Dennis Schröder sich in der NBA durchsetzt. Aber ehrlich gesagt, gucke ich NBA auch wahrscheinlich erst ab den Playoffs dieses Jahr. Das ist pervers. Das muss reichen, ne? Schröder kommt sich gar nicht mehr. Schröder kommt eine Minute ins Feld, drei Turnover wird rausgenommen. Würde ich nach drei Turnover bei einer Minute aber mit ihm auch machen, wenn ich ehrlich bin. Irgendwann in der Mitte der Saison hatte er. War für 12 Sekunden 9, drauf, ein Turnover. Ich weiß, dass man die Strecke eigentlich machen muss, indem man sich oben irgendwo an die Wand knallt. Wo an die Wand? Ja, genau. Das weiß ich nur leider nicht. Eierlikör. Ich hasse Eierlikör. Das ist somit das Ekelhafteste, was es gibt. Baileys. Oder Sahnelikör oder so eine Scheiße. Sahnelikör? Du magst kein White Russian? Hat er doch schon getrunken mit uns. Wollte gerade sagen. Da war ich auch schon voll, da war mir der Wir sollten mal eine seriöse Bier, wenn er voll ist. Richtig. Oh. Nein, ich let's play nicht South Park. Es interessiert mich ungefähr gar nicht, das Spiel. Hast du vor PVZ Graden Warfare zu zocken? Graden was? Hast du vor PVZ Graden Warfare zu zocken? Pflanzen vs. Zombies. Ja, das ist mir schon klar, aber ich hab's nicht vor, nein.
Warum? Ich halte das nicht gerade für ein Spiel, das man Let's Playen sollte. WWE? Ja. Wolf, spiel mal Batman. Ich hab doch schon Batman gespielt. Ob einer von uns League of Legends sagt, die Frage haben wir letztes Mal schon. Ich hasse League of Legends. Wir hassen Batman alle League of Legends. Kann man da aber doch Geld ausgeben, oder nicht? Alter, es reicht jetzt auch mal. Als hättest du noch nie Geld für ein Spiel ausgegeben. Willst du mich verarschen? Du hast doch zum Beispiel einen Premium-Account von Trackmania, oder? Was? Ja, richtig. Was? Hat er nicht? Nö. Nicht? Wieso kriegst du dann immer Geld, wenn du wiederkommst? Nach 12 Tagen. Weil ich der Bodo bin? Der Bodo. Weil das Äquivalent zum Wendler? Das Äquivalent zum Oh mein Gott. Oh mein Gott, seit ich den Tipp mit der Wand erzählt habe, bin ich nur noch Neunter. Ich spast. Wie das auch immer mit der Wand gehen soll. Jetzt bin ich einmal volle Kanne von die Wand gefahren, bin ich nach hinten geflogen. Ganz ist ja der Bund berührt die Wand nie. Oh mein Gott. Warum habe ich das erzählt? Jetzt hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Oh mein Gott. Wie Toll, kann ich das nur tun? Bis vor kurzem war ich noch auf Seite 1 und dann hast du den Mund aufgemacht. Ich war auf Platz 3, dachte mir, kannst du ja mal was erzählen, gell? Boom, bist du 10. Kack die Wand an. Wie was denn Seite für eine ein? Wand auch? Also, soll man Na, meine nicht! Super Dragon! Oh. Ne, kein Super Dragon. Du hast damit angefangen, du Lappen! Nein. Kann Trackmania nicht mehr öffnen. Das ist kacke. Wer oder was ist das? Was? Von wem reden wir überhaupt? Ey, wieso kann ich Trackmania nicht mehr öffnen? Oh, was geht hier ab? Nein, welcome to the Blizzard! Geil! Ja, göttlich. Oh, du fährst da übrigens immer falsch, ne, Thomas? Zum 10. Mal jetzt. Ja, du fährst den mega Umweg. Hä? Duschback! Man fährt rechts diese ganz kleine Gasse hoch. Hä, mach ich doch! Da wo du immer links fährst und die komplette Seite da mitnimmst, da fährt man rechts. Du brauchst auch ungefähr 15 Sekunden länger als alle anderen. Ach, was du meinst, du weil ich oben rum fahre? Ja, weil du oben rum fährst. Das ist voll fail. Das. Ja. Okay. Das ist, ja. Ich guck's mir mal an, wenn ich so weit komme. Blizzard ist eh die geilste Strecke aller Zeiten. Aller Zeiten? Was denn? Ach, da soll ich. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay. Wer wird Fußball-Weltmeister 14? Wird der das Finale gewinnen, ne? Boah. Willi? Echt? Also so eine Voraussage würde ich mir jetzt nicht trauen. Muss ein bisschen Risiko eingehen, ne? Zweiter. Meinst du, da willst du drauf wetten? Kommt doch nicht Quote. 5 Euro, Deutschland wird's nicht. Du mit deinen 5 Euro, bist schon ein bisschen geil heute, oder? Belgien! Das wollte ich mit Belgien. Belgien hat nur kleine Kinder, die ich mit nach Hause gehen. Okay, das war die... Das sind die Belgier, die kleine Kinder mitnehmen, ne? Richtig. Wer darf keine Kinder mitnehmen? Oh, die Belgier nehmen sich doch mal kleine Kinder mit. So alt sind wir noch alle nicht. Wir sind erst mit Österreich groß geworden. Belgien ist der Geheimfavorit. Ja toll, dann fliegen sie im Viertelfinale raus, oder? Spanien. Wir haben zwar eine coole Mannschaft, aber trotzdem. Jetzt kommt der Pippo mit seinem ganzen fußballerischen Fachwissen. Obwohl er zu seiner Mannschaft gegen den Abstieg spielt. Ja, wow, ey, deine Mannschaft ist seit 3 Jahren in der ersten Liga, weißt? Nee. Nee, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht, nee. Eigentlich länger. Nee. Wow. Von wem reden wir hier? Bodo guckt kein Wrestling, Bodo guckt kein Fußball. Was macht Bodo eigentlich so für einen Sport? Kenn ich deinen Verein? Ich gucke sehr wohl Fußball. Meins. Aber ich arbeite nicht bei der NSA. Und Mainz, die waren noch nie in der Bundesliga. Dümpeln irgendwo rum, das interessiert überhaupt nicht. Aktuell was. Auch nicht. Told you. Aber ich muss dir schon sagen, also und da muss ich zustimmen, Super Dragon wird Weltmeister. Ja. Oh Gott. Wieso bin ich nur noch 11. Da? Die Zeit war richtig gut. Man, seit ich diese kleine Gasse entlang fahre, mach ich nur Scheiße. Warte, wenn man halt keinen Skill hat, ne? Kleine Gassen und Scheiße. Thomas, in Satz ist stimmt die Gerüchte, dass Bayern die dicksten Dicken. Ich hab's auch gerade gelesen, ne, keine Ahnung, aber frag mal den Robert. Hat der die dicksten oder was? Weiß ich nicht. Also ich hab ja keine. Doch, Shorty ist der Tittenmann. Gut, dass der Luca nicht in Bayern wohnt. Der Tittenmann?
Ausnahmen bestätigen die Regel. Tim, nenn mir drei Gründe, warum Mainz in die Europa League kommt. Ich nenn dir drei Gründe, warum wir besser nicht in die Europa League kommen. Nur drei? Das ist ja einfach. Das ist ja einfach. Ist Klasnic immer noch da? Oder ist er schon gestorben? Der ist gestorben. Okay. Der ist gestorben. Klasnic. Hat doch nie etwas sagen oder so. Ich finde das nicht gut, wenn wir wieder gegen irgendeine Krankheit schieben. Mazedonische Mannschaft in den Playoffs zur Euroleague unsere tollen 5-Jahres-Wertungspunkte. Hallo, es war Rumänien, nicht Mazedonien. Mazedonien? Ja, wir sind gegen irgendeine mazedonische Scheißmannschaft ausgeschieden. Hallo, ich bin im Ziel, Formel 1 Pro. Interessiert keinen, wir reden über Fußball. Ja. Ja, dann redet halt weiter. Ja, Bodo, was ist das? Ich bin neutraler Beobachter. Ja, ist klar. Jetzt sag halt, was du Fan bist. Warum muss man denn ein Fan von irgendwas sein? Ja, das war also. Sag halt, Bodo! Checkst du's nicht? Bodo! Weil ich. Ich hab keine Lieblingsmannschaft. Deswegen kann ich aber trotzdem Fußball gucken. Das kann man durchaus. Nö, das darfst du nicht. Sim nennt mir drei Gründe, warum Mainz die Champions League gewinnt. Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, der geilste Trainer der Bundesliga ist. Nicht. Nächstes Jahr haben wir Red Bull dann, ne? Ja. Was? Ach komm, sag mal leise da mit deinem Übstevens, Alter. Hallo, die Null muss stehen. Ja, ist klar. Steht meistens bei ihnen vorne, aber läuft. Ja. Immer sind die Interviews und die Presse. Sechster! Alter. Bang! Ich hab doch gesagt, ich hab die Strecke drauf. Ich bin Sechster, ihr Bitches. Macht alle mal schön hier die Leiste auf, wie ich Sechster bin. Nö. Angela Ferkel, schrei mich nicht an, ey. Angela Ferkel? Pippo, was bist du für ein Fan? VfB. Bodo ist Red Bull Leipzig Fan. Ich warte auch immer noch auf den Benjamin Superwitz. Zweimal. Ich bin zweimal Red Bull Salzburg Fan. Freunde der Sonne. Ja. Ich kann euch sagen, ich bin kein Fan davon, dass man Fan sein Bayern muss. München am, was haben wir, 27. Spieltag schon deutscher Meister ist. Ich ja, aber da ist kein normaler Mensch Fan von. Ich bin immer von der Mannschaft Fan, die gerade gegen die Mannschaft gewinnt, von der mein Gegenüber Fan ist. Nein, ich bin kein Motorsport-Fan. Seit Michael Schumacher tot ist, bin ich kein Motorsport-Fan. Ja, jetzt werden alle sagen, der wacht bestimmt noch mal auf. Schön saufen kann ich mir die Scheiße selber. Oh, der Tim, der kennt nix. Der kennt nix, der Bur. Ja, richtig, ich bin nämlich tot, mein Rechner. Ich bin nämlich einfach mal eben Sechster geworden auf der Strecke. Bang, bang, ich möchte das nochmal eben richtig stellen, ja? Also Michael Schumacher ist in der Aufwachphase. In der Aufwärmphase quasi. In der Einführungsrunde. Der macht die... beim Start. Der muss jetzt aus der Box starten, ist der Motor ausgegangen bei der Einführungsrunde. Ja, aber ich sag euch das, irgendwann, bei irgendeinem Jobinterview muss ich mir das hier nochmal anhören. Fliege ich im hohen Bogen raus. Sie lachen über sowas, wir brauchen sie hier nicht. Ist das so ein Michael Schumacher-Fan, weißt du? Seid ihr Fans von den Ludolfs? Der Bodo ist nur Fan vom FC Bodo. Vom BFC. Warum weiß ich schon wieder gar nicht, wo es hierher geht in dem Puff? Ach du Scheiße, was ist das denn? Schumi, wach auf, das Sandmännchen ist da. Er ist nicht tot, Tim. Noch nicht, aber gleich. Aber gleich. Heute noch. Alter, ich find die Strecke nicht. Ich weiß auch nicht, wo es hier lang geht. Das sind auch nicht meine Strecken, die ich ausgesucht habe. Wer gewinnt Samstag, Jan Regensburg oder Leipzig? Alter, als würde mich die dritte Liga interessieren. Mit sowas beschäftigt dich nur Thomas demnächst, wenn 1860 nochmal absteigt. Quatsch nicht. Was mögt ihr lieber, Becks oder Jever? Bier. Das ist die beste die Antwort gibt Tim für mich heute. Und das von einem Tim, der kein Bier trinkt. Unfassbar. Ja doch, mit 2 Promille trinkt er. Mit 2 Promille kennt er den Unterschied dann nicht mehr zwischen White Russian und Bier. Richtig. Ja. Gib mir eine Flasche Wodka und ich fange an Bier zu trinken. Ich komme nicht mal in diesen verfickten Tunnel hier rein. Was ist das für eine Wichsstrecke? Bei Schumacher stimmt die Aufhängung nicht mehr. Ist auch hallo, jetzt bleib doch mal ruhig.
Nein, die sind alle viel zu lustig, die Witze, ey. Aber Tote macht. Ey, was für eine Kackstrecke, Alter! Ich glaube, ich schaff's. Niki, Lauda brennt drauf, einen Ferrari zu fahren. Wo ist das Ziel? Habt ihr die Schlagzeile, habt ihr das Titelblatt von der Titanic gesehen? Was war das? Da war ein Bild von Niki Lauda drauf und die Unterschrift war: So schlimm hat Schumi erwischt. Was? So schlimm hat was? Jetzt hab ich Schumi erwischt. Alter. Ist das böse heute? Hallo, das ist ein anerkanntes Satire-Magazin, ja, das darf man sagen. Ja, das ist wieder in Ordnung. Da darf man alles sagen. Das hab ich mir ja nicht ausgedacht, das steht, gab's da halt. Das hier ist Kabarett, wie du gab's alles gab's halt sagen. Da plötzlich im Internet. Ich bin noch nicht beim Ziel. Also, weißt du, da fahre ich auf der einen Strecke meine gute Zeit und dann kommt hier auf der Strecke nur Müll bei rum. Ohne Witz, so erbärmlich, was ich mir jetzt zurecht gucke. Also ich verstehe dein Problem nicht, ne? Ich bin immerhin 14 da. Magt ihr Döner? Also erstmal, pass mal auf. Mögt ihr Döner, ja? Dann musst du dich schon richtig artikulieren, Merlin, ja? Der Zauberer, ne? Magt ihr Döner? Der hat die richtige Grammatik einfach weggezaubert. Der kann da nichts Wenn für. Wenn die Nutte kichert, ist die Allianz versichert. Wer ist Allianz versichert? Wenn die Nutte kichert, ist die Allianz versichert. Das reimt sich. Aha. Nee, so weit hätte ich nicht gedacht. Auf Nürburgring kassierte Niki aber einen Satz heißer Ohren nach einem Anfängerfehler. Kann man jetzt hier mal Niki-Witze? Ich weiß auch nicht, wie die jetzt auf ihre ganzen verfickten Niki lauter. Ja. Ah, nein! Oh, wenn der Tim nicht gekommen wäre, hätte ich es geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist los, Pippo? Ich fahr jetzt einfach mal ins Ziel, einfach so, weil ich es kann. Die fahr mal ins Ziel, like Abodo. Like Abodo. Was ist denn das für eine Strecke, Mann? Ja, Wolf, das sind deine Strecken hier wieder, weißt du? Das habe ich nicht bestimmt. Ich bin im Ziel, 28. Leck mich. Ich bin 25. Ich bin mal letzter mit dem Scheiß. Ich bin 19. Bitch. Oh, komm schon, Auto. Nur ins Ziel fahren. Ja. Ja. Wo muss ich hin? Gibt's irgendeinen, der schlechter ist als ich? Der Pippo, der fährt nämlich nicht mit. Oh. Läuft. Komm schon, ich komm ins Ziel. Oh, ich hab einen Jackpot verpasst. 19. bin ich, 19. Der Bodo will schon wieder den Jackpot und nach Hause gehen. Mögt ihr lieber Brünetten oder Blondinen? Kommt drauf an. Für eine Beziehung eine Brünette, für Ficken nur eine Blondine, weil die zu hohl ist für was anderes. Also von daher. Was ich jetzt tue ich hier? Autsch. Hab ich jetzt irgendwen beleidigt oder so? Hat's mich nicht. Fühlt sich jetzt irgendjemand angegriffen von mir? Nope. Hallo, es gucken vielleicht auch mal Frauen hier Gingers zu. Gingers? Ne, vor Gingers habe ich Angst. Wann ist eigentlich der Kick in Ginger Ale? Ginger Ale gehört? Ich weiß auch nicht, wie ich mir hier auf der Strecke allen Ernstes Platz 19 erlogen habe. Das weiß keiner so genau. Ist mir aber auch egal, um ehrlich zu sein. Dir bestimmt. Fuck. Ja, der Co-Trainer von Mainz 05 ist war dein Jugendtrainer in der F-Jugend. Wir sind jetzt alle ganz stolz auf dich, Captain Morgan. Das freut mich für dich. Oder machen wir mal Morgan schreibt man auch mit A, ne? Oh, okay. Mein Knie. Tim, du bist selber blond. Woher weiß der das? Nein! Woher weiß der das? Wer ist das? Der kennt bestimmt noch deinen Struppi. Halt die Fresse. Wer ist das? Der kennt bestimmt noch deinen Struppi. Wer ist das? Wer ist dieser Redacted? My ass, Alter. Scheiß die NSA. Redacted ist der Tristan, der kennt dich. Woher kennt er mich? Kennt er? Aber woher kennt der mich? Ich kenn keinen Tristan. Und woher weiß der? Das vom Sektschlürfen. Kacke! Nein, vom Sekt, nicht Kacke. Keine bösen Wörter. Was? Keine muss ich sonst auf die stille Treppe? Kleine Fotze. Keine Hallo, bitte ruhig bleiben. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre hier am Ende gerade nur im Kreis, ne? Ach, scheiße. Alter, das müsstet ihr sehen. Ich habe gerade versucht, schnell aus... Nein, oh mein Gott, das zählt nicht. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das wäre die beste Runde aller Zeiten gewesen. Aller Zeiten. Innere... Bringe folgende Dinge in Reihenfolge. Titten, Arsch, Gesicht, Rest, innere Werte, zum Beispiel Herz, was Leber... Was ist Rest? Rest ist zum Beispiel Herz, Leber. aber eine gute Leber bei meiner Freundin wäre wichtig, falls die. Ich wollte gerade sagen, also Leber würde ich weit hoch einordnen, gell? Sehr hoch, sehr hoch. Und eine Lunge auch. Also ich eine Lunge noch.
Lunge ist mir ziemlich egal. Heute schwarzer Humor, sorry. Ja, heute ist echt schwarzer Humor angesagt, wie meine Lunge. Der Humor ist halt so schwarz wie Tims Lunge. Badum.